So, dritte Partie Schnellschach von insgesamt vier. Ja, D4. Mir gefiel es gerade nicht so gut, wie es gelaufen ist, deswegen spiele ich jetzt was anderes. Wir hatten gerade Dingsbums, angenommenes Damengambit, das fand ich nicht so toll. Er hat bestimmt natürlich was vorbereitet hier, hundertprozentig, aber gut, das Risiko muss ich eingehen. Ich spiele mal was. Was spiele ich denn jetzt hier? Das hat er natürlich vorbereitet, das ist klar. Voltan, danke dir für den Sub. Ich spiele E5, komm. Nicht Dame D8, jetzt spiele ich hier sowas Langweiliges. Mal gucken, wie gut er das kennt. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Wie lange geht der Stream? Solange wir spielen, Leute. Die ganzen Partien. Da in der Tabelle links neben mir seht ihr, wie viele Partien wir spielen. Wir haben erst zwei Partien gespielt. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Stream locker 2,5 Stunden geht, so mit Gelaber. So, das ist eigentlich keine besonders tolle Variante. Die habe ich eine Zeit lang immer gespielt, aber. Ich warte, ich guck mal, ich erwarte, dass er das nicht vorbereitet hat. Deswegen spiele ich das. Das hab ich früher sehr viel gespielt. Das ist aber, wie gesagt, keine besonders gute Variante. Das ist, Weiß hat hier natürlich schön Raumvorteil im Zentrum. Schwarz spielt so ein bisschen drumrum. Und möchte mal D5 spielen, wenn es geht. Aber der Hauptzug ist hier Läufer G5, Dame B6 geht hier weiter. Dame D2. Er macht Läufer E3. Hier kann man aber D5 machen. Und hier Springer schlicht D5 kann man hier machen, weil hier der Läufer hängt, das ist gefesselt. Er muss so nehmen, ich nehme so. Der Hauptzug ist, meine ich, ist der, aber ich kann mich kaum erinnern. A6, Springer B5 ist gefährlich. A6, Springer D6, dahin. Springer schlägt C8, Turm schlägt C8. Dame D5 oder was? Wie ging der Mist nochmal? Ich weiß es nicht, das ist eine komische Variante. Ich bin ein bisschen angespannt, aber nicht so schlimm. Mit einer 2-0-Führung im Rücken direkt zu Beginn ist natürlich gut. Er kann nicht nehmen, offensichtlich, weil der Läufer hängt. Ich bin aber unterentwickelt hier. Da muss man aufpassen. Also mich hier durchfressen, ne? Das ist keine gute Idee, weil der F7 ist schwach. Ich habe schon häufig hier Probleme mit dem F7 gehabt, hier mit der offenen F-Linie. Er macht den hier. Ich glaube, ich spiele mal A6. Er geht dahin. Ich mache den. Dann kommt Läufer F4. Springer F6 oder sowas? Oder Springer B6? Oder Springer E5? Moment, A6, er macht den. Ich mach den. Er greift schlicht da, ich schlag da. Er schlicht da. Ich schlag da, mach den. Wie war denn der Scheiß nochmal? Ne, Läufer B2 ist es nicht. Gibt ja zu viel Aktivität. Das ist es auch nicht, wegen dem hier. Wie war das nochmal, der Scheiß? A6, der, der. Was passiert auf den hier eigentlich? Den. Den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es A6 war. Ich hatte mir das mal angeschaut. Das ist so eine bescheuerte Analyse. Muss geil sein. Warum geht damit D5 hier nicht an? Ja, ich muss was spielen, Leute. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war mir sicher, dass es. Ja, warum spiele ich so eine Kack-Variante? Wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Das hängt alles am seidenen Faden hier. Wenn er nimmt, dann freue ich mich darüber. Den Bauern gebe ich gerne. Dann habe ich das Läuferpaar. Ich frage mich allerdings, ob was ich auf den mache. Das ist so das Problem hier. Dann droht der Springer C7.
Dieses, ich muss Läufer E5 machen, er nimmt, ich nehme. Turm C1 vielleicht. Was sind denn das schon wieder für Geräusche hier? Von überall. Er macht sofort den. Na, wieso auch nicht, ne? Wieso auch nicht? Aber was jetzt mit Läufer schlägt B2? Läufer B2, Springer C7, dann nehme ich erstmal auf. Okay, Läufer E5 ist die Alternative. Aber wenn er F4 macht, dann kann ich auf B2 nehmen. Ich glaube, so rum ist besser. Den Zug habe ich überhaupt nicht berechnet. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin die ganze Zeit von Läufer F4 ausgegangen. Ich habe jetzt natürlich ohne Ende Zeitnachteil. Muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil er natürlich sich wahrscheinlich gemüßigt fühlt, jetzt schnell zu spielen. Okay, die Idee ist jetzt hier zu nehmen und dann, wenn der Läufer hier steht, dann geht es. Was mit Springer A7? Nix, ne? Turm A7, Turm C8, Springer C8. Springer C7 geht nicht. Was ist mit F4? Das ist der direkte Zug, aber dann muss ich dann nehmen. Ne? Springer C7, Läufer C1, Dame C1. Okay, Läufer B2, Turm C2. Ja, aber ich glaube, hier kriege ich Kompensation. Ne? Ne, den. D4 vielleicht? Springer schlicht D4. Turm schlicht D4, ne? Okay, ich muss nehmen, ich muss nehmen. Die Idee ist, wenn er den macht, nehme ich da. Und jetzt ist der E4 auch schwach, deswegen ist F4. Ich glaube, ich stehe einfach scheiße. Ich glaube, ich stehe einfach scheiße. Er hat natürlich auch sowas hier. Okay, Turm C2, D4, Rechner, D4. Er nimmt da, ich nehme da. Das müsste gehen. Ja, das geht. Wenn er Läufer nimmt, nehme ich mit dem Läufer. Das geht. Wenn er mit dem Springer nimmt, dann habe ich vielleicht Turm schlicht E4 Zwischenzug hier. Dann hängt der Läufer hier. Komm, D4, probieren wir. Er kann natürlich Springer C7 machen. Schlägt D3. Schlicht da. Ah, habe ich völlig übersehen. Völliger Quatsch von mir. Elgato88. Kuss. Ich glaube, das ist völliger Scheiß, den ich gespielt habe. Ich glaube, er kann einfach den machen. Ich nehme da. Dann nimmt er hier. Oder da. Wahrscheinlich eher da. Dann ist der Springer angegriffen. Dann habe ich einfach was weniger, ne? Okay, Springer C7, nimm E3, nimm A8. Ohne Pfeile jetzt, damit ich mich besser konzentrieren kann. Dann Läufer D4 zurück. Läufer D4 zurück, dann verliere ich wenigstens, dann tausche ich wenigstens die Damen nicht. Springer schlägt B6, Dame schlägt B6. Das ist nicht so klar. Na, ich wenigstens, er geht zurück, okay, das ist etwas überraschend, aber jetzt hängt natürlich auch der hier, ne? Ja, warum auch? Das ist auch vernünftig, was er macht. Okay, ich muss den machen. Aber der geht auch. Er nimmt, ich nehme. Aber mit den Schwarzfeldern, mit dem Schwarz, auf den schwarzen Feldern stehe ich natürlich katastrophal. Ja. Er nimmt, ich nehme, er nimmt. Dann tausche ich die Damen, er taucht mit dem Turm. Ich kann noch nicht mal auf E4 nehmen. Oh Gott, wegen Turm D8 Schach. König G7, Läufer B6, AB6, Turm schlicht C8, aber dann hängt der E2. Das muss Läufer F3 machen in der Zwischenzeit. Er nimmt da weg.
Okay, das überrascht mich jetzt hier. Läufer D4, Läufer D4, Turm schlägt. Dann tauschen wir die Damen. Läufer D4, Läufer D4, Turm E4. Er kann Läufer B6 machen, dann kann ich Dame B6 machen. Nee, das ist Quatsch. Ich kann auch Läufer B4 machen, ne? Fällt mir aber nichts. Und den Läufer behalten. Okay, Läufer D4, Läufer D4, Turm E4. Kann auch Turm D2 machen, ne? Ja, das sieht nicht gut aus. Läufer B4 geht aber, ne? Springer B5. Komm, ich habe nicht so viel. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss was ziehen. Die Partie läuft komplett aus dem Ruder für mich. Ich habe gar keine Zeit mehr. Okay, Springer B5 ist, glaube ich, jetzt nicht so gefährlich. Ich weiß aber nicht wieso. Ja, natürlich jetzt irgendwelche Abzüge, aber jetzt keine Abzüge, die direkt Material gewinnen. Jetzt spielt er schnell natürlich. Versuche natürlich auch meine Zeit. Ich war natürlich auch zu langsam unterwegs, natürlich mein Fehler. Er kann jetzt hier schlagen. Stört mich aber nicht. Die Idee, Springer C5 zu spielen im nächsten. Okay, jetzt mache ich mal ohne Reden. Ja, ich stehe auf Verlust, ne? Komplett auf Verlust. Mit Schwarz habe ich Probleme. Mit Schwarz habe ich Probleme. Ich habe auch keine Zeit mehr, ne? Eieiei. GG. GG. Das Ja. war der erste Run gegen dich. Geh mal. Ich hab's einmal geschafft. Geil. Ja, gut, das war ja klar, dass jemand gewinnt. Kann ja nicht immer alles gewinnen. Ja, die Eröffnung ist auch kacke. Irgendwas ist da schief gelaufen.